dann soll's sein. Überlasse das nur mir. Warte, ich will den Meister heilen. Ich werde das Udon zubereiten. Das bin ich unserem Meister schuldig. Shoko Daikiri, sei du einfach da und pass auf. Okay. Zuerst rühre ich das Salzwasser an und gieße es in die Mehlschüssel dann. Ich vermische es mit meiner Hand. Du machst also die Nudeln zuerst. Als nächstes knet ich den Teig gut durch. Dum, 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 dum. Dum, 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 dum. Du weißt wirklich, was du da tust? Nein, mein Freund, ich weiß es nur ungefähr. Also sag Bescheid, wenn ich was falsch mach. Sei so ehrlich zu mir. Mach ich. Zu guter Letzt lassen wir diesen Teig erstmal stehen. Denn er muss erst gehen. Er muss erst gehen? Ja, so ist es. Eine Stunde. Aber das geht doch so nicht. So lange kann ich niemals warten, nein. Kein Problem. Ich hab schon etwas vorbereitet. Warum? Diesen Teig hier machte ich heute früh. Denn Nudeln hatte ich fürs Abendessen geplant. Danke, das kann ich gerade sehr gut gebrauchen. Lege die Plastikfolie über den Teig und trampel dann gründlich drauf rum. Dass ich auf etwas rumtrampel, was der Meister essen wird? Diese ganze Trampelei gibt unseren Nudeln die Festigkeit. Also mach ich fleißig weiter damit. Gib dein Bestes. Gut, der nächste Schritt ist, dass er jetzt wieder stehen gelassen werden muss. Wie bitte stehen lassen? Das gibt's doch nicht! Streu ein bisschen vom Mehl darauf, dann walz den Teig mit dem Nudelholz aus, falt ihn zusammen und schneid ihn klein. Also gut, was meinst du? Was sollen wir als Zutaten nehmen? Am besten wäre etwas Leckeres, das auch gut für den Körper ist. Frittierter Tofu! Kitsune Udon ist die beste Speise auf dieser Welt. Ich kenne niemanden, der das nicht mag. So ist es. Frittierter Tofu, das ist eine gute Idee. Da ist bestimmt noch was im Kühlschrank. Mikazuki! Würden zu Udon-Nudeln nicht Eier auch sehr gut passen?